So, willkommen zurück. Wir sind ordentlich weit gelaufen und ja, sogar direkt mit Karte. Wir haben ein ganz gutes Stück zurückgelegt. Wir haben wirklich jedes Tier, was wir auf dem Weg gefunden haben, ausprobiert, ob wir es ja übernehmen können. Hinten sehen wir noch einen Kampf und wir sind auch fast ein weiteres Level gestiegen. Und ja, was versuche ich jetzt? Mit diesem Pancake schaffen wir es, ein neues Pet zu bekommen. Und zwar ein Peacock. Das ist unser neues Pet. Wenn das nicht mal cool ist, weiß ich auch nicht. Ja. Und das war's groß. Wir versuchen natürlich jedes weitere Tier, was wir bekommen können, noch zu bekommen. Leider mit wenig Erfolg soweit. Ah, da habe ich die Blutorangensaft hingeworfen. Und ja, der Peacock. Und ja, ich weiß nicht, ob sonst viel noch in diesen Parts passiert. Deswegen werde ich das ein bisschen laufen lassen und noch erzählen, was ich versuchen werde und versuchen oder versucht habe. Und ich hatte versucht, noch außer dieses Tier zu sammeln oder die Tiere generell. Dann habe ich hier noch nachgeguckt, ob sie Erfahrungspunkte bekommen, wenn man Gegner besiegt. Sprich vorher Erfahrungspunkte checken, ob die nicht die Pets, die nicht dabei sind, auch noch irgendwas von den Erfahrungspunkten abbekommen, was leider nicht der Fall ist. Da sind zwei Hexen. Die machen mir einfach die Wespe kaputt, die ich gerade bekämpfen wollte. Naja. Was ich des Weiteren noch machen wollte. Ich wollte diesen Glider probieren, wie er funktioniert. Was leider sich als schwerer ja, herausgefunden hat, als es ist. Ich habe keine Ahnung, wie man diesen Glider benutzt und werde das noch herausfinden müssen für die nächsten Parts, die hoffentlich dann auch wieder richtig funktionieren. Und dann gibt es wieder normales Let's Play und alles drum und dran. Mit Überraschungseffekten, mit Spontanität zu allem, was leider hier nicht möglich war. Dann auch wieder mit besserem Sound und allem halt. Alles wird besser. Es läuft auch schon parallel ein anderes Let's Play oder es läuft noch, vielleicht noch nicht. Ich weiß noch nicht, wann ich es release alles, aber es ist in Mache. Die ersten Parts sind schon im Kasten. Und ja, lasst euch überraschen, was es ist. Ich werde versuchen, so schnell wie möglich die Parts von Cube World nachzureichen. Es gab ja wieder eine kleine Lücke zwischen den ganzen, was halt auch dadurch zustande kam, durch dieses Pech, was ich beim Aufnehmen hatte, weil meine Programme einfach sagten, komm, wir nehmen keinen Sound auf, nur das Bild. Okay, dann würde ich sagen, da das alles geklärt ist, zeige ich euch noch das Ende des Videos, wo es aufhört. Das ist nämlich mit einem letzten Level Up. Wir schaffen noch genug Gegner zu besiegen, um ein Level Up zu bekommen. Und ja. Es ist zwar nichts Spektakuläres, was man da zeigt, aber dann seht ihr, oh, da nochmal vom Wolf angegriffen worden, aber gekonnt weggelaufen, noch ein roter. Bei denen hatte ich auch nicht versucht zu kämpfen, noch mehr rot. Wir sind hier in einem sehr gefährlichen Gebiet. Nee, was ich sagen wollte, damit ihr auch seht, ich habe nicht weitergespielt und sonstiges. Es wird dann nahtlos wieder übergreifen, dass ich an dem Levelpunkt habe, ich die Aufnahme auch beendet. Das heißt, es wird dann nahtlos wieder übergehen in die alten
Let's Play-Teile noch versucht. Wie gesagt, jedes Monster, jedes Tier mitzunehmen. Leider ohne Erfolg. So, und wir sehen uns in den letzten paar Minuten. So, wir sind kurz vor dem Level Up. Und ja, da dachte ich doch, das Level Up können wir auch noch zeigen. Den einen Gegner ist ja nicht so das Problem. Wie ihr vielleicht unten in der Liste sehen könnt, wir haben wieder ganz viel Eisen gefunden oder Eisen-Nuggets. Und ja, da können wir wohl neue Waffen wieder schmieden, beziehungsweise neue Waffen ja, verbessern. Und das werden wir auch grob machen. Nur, wer weiß wann. So, da haben wir auch unsere letzte Gegnertruppe, die wir besiegen. Zum Level Up bekommen auch noch einen. Diese Radieschenscheiben. Und da sind wir auch schon Level 4. Und ja. Das soll auch hier das Lager sein, was wir für das Ende nutzen. So. Und da haben wir nämlich das Level Up. Und wir nehmen natürlich einen Punkt in Smash. Und da ich nicht wusste, ob man den Peacock reiten kann, weil man soll reiten können, habe ich gedacht, nehme ich noch einen Punkt in Petmaster, damit wir es lernen können und vielleicht irgendwann auf so einen Peacock reiten können. Der wäre wenigstens groß genug. Und zusätzlich haben wir noch diesen Berg hier. Den habe ich extra ausgesucht noch, damit wir von hier aus den Paraglider nutzen können. Und ja, es ist hoch genug auf jeden Fall und ich hoffe, das wird klappen. So, wir sehen uns dann, wenn wieder alles läuft und ich weiter drehe hier, sehen wir uns genau an diesem Ort und vielleicht auch mit dieser Krähe und vielleicht auch mit diesem, was ist es, ein Duckbill. Sehen wir uns. Ja, und damit verabschiede ich mich. Bis dann. Ciao.